Willkommen, heute zeigen wir euch, wie man den Turbolader am Audi Q7 mit dem VAS-Prüfgerät anlernt. Übrigens, wenn ihr das Prüfgerät benötigt, könnt ihr es ganz einfach in unserem Shop mieten. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. In unserem Fall handelt es sich um einen Audi Q7 mit einem 3-Liter Dieselmotor und über 200.000 Kilometern. Hier wurde der Stellmotor des Turboladers erneuert. Wir sind uns nicht sicher, ob der Stellmotor von Heller oder Siemens ist, aber das können wir mit dem VAS-Prüfgerät ganz einfach herausfinden. Als erstes entfernen wir die Motorabdeckung und das Wärmeschutzblech. Jetzt trennen wir die Steckverbindung am Turbolader und schließen die Anschlussleitung des VAS6395B an die Steuereinheit des Turboladers an. Dann verbinden wir die Anschlussleitung VAS6395-42 mit dem Plus- und Minuspol des Fahrzeugs. Das Prüfgerät ist eingeschaltet. Wir müssen jetzt die passende Softwareversion auswählen. Da wir nicht genau wissen, welche Version benötigt wird, probieren wir einfach die erste Option aus. Wir drücken auf Start und bekommen eine Fehlermeldung. Das bedeutet, wir haben die falsche Software gewählt. Also wissen wir nun, dass der Stellmotor von Siemens ist. Zurück zum Menü. Wir wählen diesmal Siemens. Dann Learn und bestätigen mit Häkchen, um fortzufahren. Das Prüfgerät fährt nun den kompletten Verstellbereich der Steuereinheit ab und prüft die Rückmeldungen der Positionen. Anschließend wird die Steuereinheit angelernt und es werden mehrere Tests durchgeführt. Jeder dieser Schritte muss nach Abschluss mit einem Häkchen bestätigt werden, um fortzufahren. Die Prüfung ist erfolgreich abgeschlossen. Jetzt trennen wir die Steckverbindungen und bauen alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Das war's. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch da und abonniert unseren Kanal für mehr solcher Tutorials. Danke fürs Zuschauen.